Die vier Bienenfreunde Gerti, Franzi, Rosi und Hansi waren gerade beim Frühstück, als im Bienenstock plötzlich laute Alarmglocken angingen. Was hat das zu bedeuten? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Jetzt ist das Ende nahe. Müssen wir jetzt sterben? Hey Leute, beruhigt euch alle mal. Schau mir mal, was los ist. Nervös und sehr ängstlich flogen sie schnell in den Versammlungsraum. Die ganze Bienenfamilie aus dem Stock sowie Verwandte aus Bienenhausen lauschten der Bienenkönigin Sabine. Sie klärte ihr Volk über die schrecklichen Ereignisse der letzten Wochen auf. Tausende Bienen sind von einer stinkenden Flüssigkeit der Bauern vergiftet worden. Oh mein Gott, was für eine Katastrophe! Beruhigt euch, beruhigt euch. Ich habe mir schon einen Plan überlegt. Mit Hilfe des Honigs können wir die Öffnung der Giftbehälter verstopfen. Jedoch ist es eine sehr riskante Angelegenheit. Gerti, Franzi, Rosi und Hansi diskutierten lange darüber. Wir müssen etwas tun. So kann es nicht weitergehen. Lasst uns diese Aufgabe übernehmen. Okay. Sie meldeten sich freiwillig, um das Problem der Pestizide zu bekämpfen. Die Bienenkönigin war von ihren tapferen Bienenkriegern überzeugt und schickte sie sogleich auf den Weg. Geschützt mit Gasmasken und Schutzanzügen machten sich die vier auf den Weg zu einer nahegelegenen Blumenwiese, um den Honig einzusammeln. Doch sie ahnten nicht, welche Probleme auf sie warten würden. Wo ist denn unsere schöne Blumenwiese hin? Oh nein, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, unser Weg ist zum Scheitern verurteilt. Jetzt lasst nicht den Kopf hängen. Wir schaffen das. Wir suchen einfach nach einer anderen Blumenwiese. Also machten sie sich auf die Suche nach einer anderen Wiese. Dabei trafen sie bei einem kleinen Badesee jedoch auf Menschen. Unglücklicherweise wurde Gerti dabei von einem Menschen schwer verletzt. Sag einmal, siehst du schlecht? Oh nein, Gerti, alles okay bei dir? Nein, ich kann meine Flügel nicht mehr spüren. Komm auf meinen Rücken, ich trag dich. Dieser Unfall erschwerte die Rettungsaktion noch mehr. Die vier hatten schon alle Hoffnung verloren, als sie auf dem Weg eine riesige, schöne Wildlilie entdeckten. Schaut mal da hinten neben dem Baum. Sie stürmten überglücklich auf die Blume und sammelten so viel Nektar ein, wie sie tragen konnten. Mit dem fertigen Honig machten sie sich auf den Weg zum Bauern und verklebten die Öffnung der Behälter. Als sie wieder zurück im Bienenstock waren, wurden sie von allen als Helden gefeiert. Und diese Bienen, die ich meine, nennen sich Krieger. Kleine, freche, schlaue Bienenkrieger. Sie fliehen durch die das, was ihnen gefällt. Wir treffen heute unsere schlauen Bienenkrieger. So, so. Diese kleinen, frechen Bienenkrieger. So, so, so. Bienen, alle lieben Bienen. 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 Krieger, erzählt uns was von euch.